Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider. Und wir haben letztes Mal hier, glaube ich, ein paar Sachen eingesammelt. Ja, genau. Wir erkunden mal. Was? Sie hätten mich vor den Wölfen warnen können, Doktor. Ach so. Okay, er hat uns nicht gewarnt. Okay, warum hat uns der Doktor nicht gewarnt? 15 Bergungsgut, nice. So. Ich weiß halt nicht, ich probiere mal, was passiert, wenn man einen Hasen abschießt. Okay, man kriegt einfach EP. Da sind wir hergekommen, ne? Ja. Okay, hier gibt's viele Pfeile. Hier ist noch eine Kiste. Wir könnten auch öfters dieses hier, das hier nutzen. Oh, hat da was geblinkt? Hier was geblinkt? Nee. Ich dachte schon. Manchmal blinken. Oh! Oh, schön! Voll der schöne Baum hier so mittendrin. Wow. Die hat schon einen heftigen Sprung, ne? 105 Bergungsgut haben wir schon. Das ist ja gut. Hier ist noch so eine komische Pflanze. Ich weiß nie, was diese komischen Pflanzen sind. Die verschwinden auch einfach komplett. Keine Ahnung, was das für Dingsen sind. Oh. Noch ein Schrein. Ein Den Schrein, legen die wohl an? Der deinen Namen trägt. Okay, dann burnen wir das mal. So. Umschalten gedrückt halten zum Löschen. Ja. Okay. 30. Ja, moin. Ist noch einer. 15. Pfeile. Sonst ist hier nicht unbedingt was zu sehen. Wir müssen da hoch, glaube ich. Aber ich bin mir sicher, dass es hier noch irgendwo... Kiste gibt zum Beispiel. Okay, er warnt uns jetzt. Hä? Warum sagt er uns denn nicht, dass da Wölfe sind? Achso, da kann man so rüberjumpen, ne? Ja, okay, brauchen wir jetzt nicht. Oh! Von der Secret. Oh, wir haben einen neuen Fähigkeitspunkt freigeschaltet. Diese Maske wurde im traditionellen japanischen Nottheater benutzt. Ich glaube, sie stellt einen Dämon dar. Einen Oni. Ja, Oni mit zwei Hörnern. Ein Preisschild? Dann ist das wohl eine Replik. 49,99. Ja, nice. Wow. Ich würde mir so viel Geld für eine komische Maske ausgeben. Also für eine coole Maske vielleicht. Ja, so eine coole Cosplay-Maske. Dann würde ich sagen, okay. Aber so eine komische... Okay. Ich verballer die Pfeile vielleicht ein bisschen zu viel, zu sehr. Aber früher waren die Wölfe auch One-Shot. Durch den Schwermodus... sind die nur One-Shot, wenn du den Kopf triffst. Das ist, ja.
Okay, hier kann ich... Oh, da oben! Siehst du, ich wusste doch, dass da ein Geocache ist. Ich bin ja gar nicht weitergegangen, ne? Stödel. Die Pfeile? Pfeile. Vier Pfeile, nice. So, da oben. Ich wusste doch, dass da irgendwo was ist noch. So. Gönnung. Küstenwald. Ey, warte mal, Küstenwald? Also ist das immer noch Küstenwald? Dann gibt es hier ja auch Totems, ne? Dann könnte es sein, dass wir schon alle 5 Totems im Wald gefunden haben. Das heißt, die letzten könnten dann hier irgendwo sein auch. Das ist ja interesting. Da ist eins! Nice! Oh, dann könnten wir schon alle 5 gefunden haben im Wald. Dann sind das gar nicht 10 im Wald, sondern das gehört auch noch zu Küstenwald. Alles klar. Dann würde ich sagen, dann suchen wir die Totems. Weil ich glaube, es gibt nur 5 im ersten Gebiet. Das könnte echt sein. Dann würde ich mich mal gerade hier mal ein bisschen umschauen. Weil ich glaube, dann würde ich hier wahrscheinlich auch noch irgendwo eins hängen. Ich sehe absolut gar nichts. Es wäre natürlich nice, wenn wir das schaffen würden. Okay, hier ist keins. Das ist aber so ein Ort, wo so ein Totem echt gut wäre. Ich weiß, dass bei irgendeiner Brücke da noch eins hängt. Jetzt kommen auch die Erinnerungen so wieder. So langsam. Irgendwo bei einer Brücke hängt noch ein Totem. Ich glaube, es könnte sogar hier an der Brücke sein. Ob das stimmt, weiß ich jetzt natürlich nicht. Müssen wir nachgucken. Ich sehe hier keins. Dann ist es nicht die Brücke. Ist gut zu wissen, dass das, also dass ich mich jetzt wieder daran erinnere, so ein bisschen. Gut, 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 gut. Wir müssen unbedingt hier die Äuglein offen halten. Okay, warum kann ich da oben hin? Wegen einer Kiste. Komm. Okay, hier kann ich auch hoch. Aha. Karte aktualisiert. Ah, wir haben eine Karte bekommen. Drücken Sie Tab für die Karte. Ja, nice. Und da haben wir ein Dokument. Okay. Haben wir hier noch irgendwas verpasst? Ein Geocache? Nein. Oh, ich weiß, wo der ist. Ah, shit, der war beim Wasserfall. Ja, ich weiß es. Ich weiß es. Oh, dammit. Aber das gehört tatsächlich alles zum Küstenwald. Okay, nice. Ja, okay, da hinten wollte ich eh noch hin. Glaube ich. Finde ich sehr gut, dass wir jetzt eine Karte bekommen haben. Ja, ich weiß. Ich halte aber mal gerade Ausschau nach diesen komischen Totems. Ich sehe aber keins. Okay. Totems, wo seid ihr? Hier, Kack-Totems. Warum ist hier ein Vieh tot? Ach, das war der Wolf. Kann es sein, dass ich hier was vergessen habe? Tatsächlich. Ich habe hier ein Dokument vergessen. Ah, oh, hier liegt es ja auch. Oh Gott. Whitman ist total hysterisch. Dieser Anfall bei den Filmaufnahmen war unglaublich. Das ist doch sein Job, oder? Er trägt ja nicht mal was zum eigentlichen Forschungsaspekt dieser Expedition bei. Wenn wir Yamatai gefunden haben und die Kameras laufen, wird er sich beruhigen. Er mag eine Nervensäge sein, aber er weiß, wie man eine Szene anlegt. Ich muss nur meinen Job machen und cool bleiben. Lara weiß es nicht, aber ich habe auch Aufnahmen von ihr gemacht. Ich will, dass sie den Ruhm bekommt, den sie verdient. Und außerdem sieht sie auf Film toll aus. Ein Naturtalent. Wahrscheinlich wird Whitman deswegen noch wahnsinnig vor Eifersucht. Aber wenn er es rauskriegt, sitzen wir schon in der Premiere in Telluride.
Telluride. Ich weiß nicht, was das sein soll, aber okay. Okay, hier war ein Totem, ne? Es kann natürlich sein, dass wir schon... Okay, du stirbst. Du hast mich angegriffen, du stirbst. Das hast du davon. Voll in den Hinterkopf. Du wolltest mich auch angreifen? Alles klar. Alles klar. Ich war eigentlich nett zu euch. Ich wollte euch eigentlich leben lassen. Aber gut. Dann mache ich euch halt weg. Wenn ihr so böse seid und mich angreift. Dann mache ich euch weg. Errungenschaft freigeschaltet, Großwildjäger. Cool. Kriegen wir immer eine Errungenschaft. Ja, ganz ehrlich, wenn die uns angreifen, dann verteidige ich mich auch. Also, ne. Dann... No mercy für diese komische Viecher. So, ist hier unter der Brücke noch was? Da ist das Totem! Alter, dieses Drecksding. Ich musste bei irgendeiner Brücke... Oh, da ist noch eins! Jo, moin! Okay, das ist nichts. Da haben wir direkt zwei Totems gefunden. Kommen noch zwei weitere. Das wäre so gut. Da ist wieder so eine komische Kiste. Totems. Ah, ich finde aber, ich sehe aber keine weiteren mehr. Ah, warte, vielleicht in dieser Höhle. Stimmt, wir waren ja hier in dieser Höhle. Vielleicht ist hier ein Totem. Irgendwie. Nee. Schade. Da waren wir auch schon. Ne, da haben wir eins runtergeschossen. Es war mega lucky, dass wir gerade zwei einmal gefunden haben. Damn it. Ich würde das jetzt gerne nachgucken. Am liebsten, damit ich diese Errungenschaft kriege. Ja, diese Kiste können wir nicht öffnen. Vielleicht hängt noch irgendwo beim Tor eins. Oh. Die sind faszinierend. Ich habe das schon mal gesehen. Sie müssen rituell sein. Dieses Frauenabbild hier ist besonders interessant. Das ist erst vor kurzem gemacht worden. Das waren die Inselbewohner. Den Wracks zufolge sind sie genau wie wir Überlebende. Bemerkenswert. Na, hoffentlich werden wir nicht auch Mörder wie sie. Versuch's mit dem anderen. Hier fehlt der Griff. Zusammen. Oh, Scheiße. Sie hält leider nicht. Ich werde nach was Stärkerem suchen. Vielleicht liegt hier was Nützliches. Unglaublich. Die Axt wieder hinkriegt. Okay. Hier können wir uns Feuer holen. Aber hier, das wollte ich eigentlich holen. Schatz, bitte. Denk nach, bevor du die Papiere einreichst. Ich habe mein letztes Geld in diese Expedition gesteckt, aber ich werde das Zehnfache rausholen. Wenn du dich jetzt scheiden lässt, siehst du davon keinen Cent. Du bist bei mir, seit ich noch ein Niemand war. Du weißt, wie viel ich erreichen kann. Und das kann ich immer noch. Ich bin nur gerade an einem Tiefpunkt, verstehst du? Ich bin hier an etwas dran. Lara, erinnerst du dich? Mein junger Schützling. Sie hat Daten, die ihre Theorien stützen, aber... Ihr fehlt meine Intelligenz. Die Entdeckung wird meinen Namen tragen. Und es wird mein Gesicht vor den Kameras sein. Wenn alles klappt, wird das ein Riesending. Wenn du mich dann verlassen willst, werde ich zustimmen. Versprochen. Aber bitte, warte noch. Jetzt würde diese Schlagzeile meinem Image zu sehr schaden. Bitte.
zu seinem scheiß Image. Was für ein Arsch, ey. Dass er nur auf seinen Scheiß guckt. Aha, so ein Typ ist das also. Und hier ist tatsächlich noch eins. Sehr gut. Jetzt fehlt uns nur ein verkacktes Totem. Wisst ihr was? Aber darauf. Warum sollten Überlebende eine uralte japanische Sonnengöttin anbeten? Ich gönn mir jetzt einfach Google. So, dann googeln wir das mal. Seltsam. Tomb Raider Totems. Turtle Totems. So. Ja, wow, die ist mit einer Karte markiert. Okay, warte, wie viel gibt es im Wald? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Oder? Nee, das ist schon die zweite Karte. Warte, wir öffnen mal die Map. So. Also, ich zeige euch die mal auch so, wie ich es hier kenne. Also, so wie ich die Bilder gerade vor mir habe. Das erste Totem ist hier. Da irgendwo. Ja, da. Irgendwie da. Das zweite Totem ist da. Irgendwo hier so. Das dritte Totem ist hier oben. Da, irgendwo an diesem Punkt. Das vierte Totem ist hier, das war das ganz am Anfang, ne, wo man da zurückkriechen musste. Und das fünfte Totem ist da. Die fünf haben wir alle gefunden. Das sechste Totem ist hier. Das siebte Totem ist da. Das achte ist direkt daneben, da. Das neunte ist irgendwo da oben. Das haben wir. Das zehnte ist da. Okay, das heißt, irgendwo beim Fluss ist noch das letzte Totem, glaube ich. Ja. Beim Fluss dürfte das letzte sein. So, damit ihr auch so ein bisschen vielleicht die Hilfe habt. Wir gehen zurück zum Fluss. Ich würde gerne rennen können, aber ich kann nicht rennen tatsächlich. Zurück zum Fluss. Diese Wölfe immer. Gib mir die Pfeile hier. Na, immerhin. Hier gibt es genug Pfeile. Und ich krieg noch immer Kram von denen hier. So. Schön. So. Hier sind wir am Fluss. Irgendwo wird das letzte Totem hier rumhängen. Ich weiß noch nicht wo, aber wir werden es schon kriegen. Ah, ich bin an der falschen Seite, ne? Da ist es doch! Nice! Sehr schön! Das finde ich sehr, sehr gut. Cool! Eigentlich kriegt man dann, glaube ich, sogar eine Errungenschaft. Aber es gibt noch viel mehr so crazy Mission. So. Bergungsgut. Verbessern Sie Ihre Ausrüstung. Okay, wir könnten die jetzt, ja, wie mache ich das jetzt? Verstärken. Juhu. Die ist verstärkt. Okay. Ausrüstung Upgrades können wir aktuell nur das machen. Und jetzt zu den Fähigkeiten. So, ja. Pfeile wiederfinden. Mehr Bergungsgut finde ich eigentlich sehr gut. Zusätzliche Belohnung, da kriegt man mehr XP, glaube ich. Aber das ist nicht so wichtig eigentlich. Halten Sie die Augen offen. Ja. Also ich würde entweder das gehen oder beim Jäger vielleicht mehr Munition. Ach Quatsch, komm, scheiß drauf. Wir holen zuerst alles, was Bergungsgut gibt. Ja, komm. Erstmal alles, was Bergungsgut gibt. Das ist wichtig.
So. Können wir jetzt diese Kisten öffnen? Ja, 65. Da ist so ein komisches Symbol an der Seite, seht ihr das? Da steht irgendwas Waff und dann Fer irgendwas. Weiß ich, die UI ist irgendwie nicht so nice. Oder liegt das an diesem exklusiven Vollbildmodus? Es gibt ja hier so eine Option. Grafikoptionen. Da steht exklusives Vollbild. Ich weiß nicht, was das sein soll. Aber okay. Wir gehen zurück. Ich mach mal das so. So, hier gibt es nämlich eine weitere Kiste. So, 65 wieder. Nice. So, ich mach mal wieder diesen Rollangriff hier. So. Geht ein bisschen schneller. Heile brauchen wir nicht. Wie wir das weggekickt haben. Oh, das Abvieh. Aber egal. So, wir hauen ab. Ich habe keinen Bock mehr auf die Wölfe. Alles klar? Soll's losgehen? Kann losgehen, Doktor. Dann leg los! Wolltest du das gerade aufhalten, das Ding? Was ist das für ein Dödel, ey? Lass uns weitergehen, okay? Diese Frauenabbildung auf dem Tor. Dem Alter der Symbole nach könnte es die Sonnengöttin sein. Himiko. Sie channeln aber nicht zufällig gerade Sam, Dr. Whitman. Nun, Himiko hatte zweifellos große Macht. Manche sagen schamanistische. Elementare. Kaum ist eine Frau mal wirklich mächtig, reden alle sofort von Hexerei. Wir sollten nichts ausschließen, selbst wenn es uns irrational vorkommt. Wir müssen noch viel über die Welt lernen. Sie klingen wie mein Vater. Das könnte eine Wahnsinnsstory sein, Lara. Aber nur, wenn wir sie überleben. Das ist natürlich wahr. Unglaublich, es ist Himiko. Sehen Sie, die Schale, die Kerzen. Sie wird noch immer verehrt. Diese Insel war anscheinend wirklich ein Teil Yamatais. Du hattest recht, Lara. Das alte Königreich. Das ist ja wie Atlantis. Aber das hier ist real, Dr. Whitman. Wir stehen nicht auf einem Mythos. Nein, nein, wir stehen auf einer Goldmine. Was? Kommt, schnell! Eure Freunde sind verletzt. Ja, wahrscheinlich durch sie. Zurück. Wir können ihnen nicht trauen. Sie haben die Waffe. Ich will keinen Ärger machen. Nein. Wir kommen mit. Nein! Aber ich verlange, dass ihr uns zu demjenigen bringt, der euch anführt. Was tun Sie da? Verstehen? Nein! Ich kläre das! Nein! Ah. Nein! Bitte! Hau ab! Du musst mit ihnen gehen, Lara. Tu, was sie sagen. Дай мне пистолет. Иди. Пошла. Wer seid ihr überhaupt? Was wollt ihr? Тихо! Лара! Хочешь нужно сухать, мочи! Тут им nichts! Bitte! Тихо! Я сказал. А ты ведь хорошенькая, да? Напоминаешь мою сестру. Nein! Окружить их! Окружить! Только попробуй, рыбу. Мочите их! Ganz ruhig bleiben. Bin schon dabei. Wie sieht's aus? Die meisten werden wir töten.
töten müssen. Schade, wir könnten neue Rekruten. So, das wird jetzt auch übersetzt automatisch, also es wird nicht mehr auf Russisch angezeigt. Прячешься, кукла. От меня не уйдешь. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Не, шада. Я всех не Okay, ich habe E gedrückt anstatt F. Эй, ты! Выходи давай! Лучше не зли меня. Я всех предам. Она тоже была порадочной стервой. Toll. Эй, ты! Jetzt muss ich das noch mal machen. Лучше не зли меня. Я всех предам. Она тоже была порадочной стервой. Ich habe ihn doch getroffen! Hä? Hä? Ich weiß nicht, was ich machen soll! Ich verstehe, ich kann nicht auf seinen Kopf ziehen, ich kann nur auf seine Eier schießen. Ja, ja, jetzt muss ich das nochmal machen, hier den Scheiß. Es sei denn, man kann das nicht. Man kann ihn zwar anschießen, aber mehr nicht. Natürlich sein, ne? Hey! Was sollen wir denn alles drücken? What the fuck? Vor allem, dass hier auch nichts angezeigt, also nicht wirklich was angezeigt wird. Da musst du auf einmal E und F und du musst das irgendwie alles auswendig kennen. Das kannst du doch nicht am Allererstes kannst du es so nicht schaffen in diesem Modus. Она тоже была порадочной стервой. Okay, jetzt muss ich. Jetzt auf einmal E drücken. Nur ist das schwer. Okay, das ist echt schwer, das zu machen. Okay, also später muss man echt wissen, genau so wie. Was muss ich drücken? Immerhin haben wir jetzt eine Pistole. Halbautomatische Pistole. Kann ich bitte die Waffe wechseln? Ich habe keine Pfeile. Oh. Da! Wow. Wow. Okay, man darf nicht zurückgehen. Gut, dass man das auch weiß. Okay, kann man hier irgendwo was looten?
Okay, ich kann nicht in die Ding rein. Ich muss mich aber trotzdem mal hier umgucken. Und hier rein kann ich aber auch nicht, oder? Hey, kann ich nicht? Okay. Ja, okay. Wir müssen erst. Ich muss erst in dieses Steuerungsdings reinkommen. Das ist nicht so einfach. Ich kann jetzt schon hier runter noch. Okay, ist das eine gute Idee? Ich glaube nicht. Wir machen das später. Ich weiß, dass es hier noch Items zu looten gibt, auf jeden Fall. Aber das ist halt auch erst später. Ich habe auch keine Munition, ne? What the fuck? Habt ihr gesehen, wie das verzogen hat? Ich konnte gar nichts machen. Das ganze Bild hat sich so komisch gewobbelt bewegt. Hä? Ich glaube, ich lasse mich nochmal töten und starte diese Szene nochmal neu. Aber vorher bedanke ich mich fürs Zusehen. Wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das ist mega seltsam, einfach nur. Das ist so ultimativ seltsam. Ja, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.